willkommen bei unserem Livestream aus dem Planetarium Köln, der erste Livestream im neuen Jahr. Ich wünsche euch erstmal noch einen galaktischen Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich hoffe, ihr habt schön Silvester feiern können, trotz der besonderen Umstände. Und ich freue mich, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Wir werden auch in diesem Jahr wieder wöchentlich eine Live-Führung durch das Planetarium veranstalten. Und wie immer könnt ihr in der Live-Führung im Chat auch Fragen stellen. Wir werden während der Führung ein paar Fragen beantworten und am Ende machen wir noch eine große Fragerunde. Ich erzähle euch mal, was wir heute vorhaben. Da es die erste Führung im neuen Jahr ist, machen wir erstmal wieder eine kleine allgemeine Tour durchs Planetarium oder durch unser Museum. Das heißt, wir quatschen ganz allgemein über astronomische Basics, das Sonnensystem, die Milchstraße, Galaxien. Und am Ende haben wir uns noch eine besondere Überraschung für euch überlegt. Wir gehen nämlich in den Planetariumsraum selber, das heißt da, wo das Planetarium steht, mit dem man die Sterne an die Decke projizieren kann. Leider kriegen wir das nicht auf Livestream mit dem Sternenhimmel, aber wir können euch zumindest mal das Gerät zeigen und zeigen, wie das grundsätzlich funktioniert. Genau, was soll ich noch am Anfang sagen? Abonniert alle meinen YouTube-Kanal, mein Ziel sind 40.000 Abos, es fehlen nicht mehr so viele, das würde mich mega freuen. Und wenn ihr uns etwas unterstützen wollt, habe ich euch oben im Chat einen Link angepinnt. Da kommt ihr zu unserem Shop. Ihr könnt im Moment im Shop Weltraumkaffee kaufen, von meinem besten Kumpel selber geröstet. Und jeder, der eine Packung Weltraumkaffee kauft, kriegt einen galaktischen Weltraumkalender gratis dazu. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Und jetzt legen wir mal los mit der Führung. Schreibt schon ein paar im Chat. Guten Abend, hat einer geschrieben. Sehr gut, guten Abend. Okay, also, wir befinden uns hier in unserem Sonnensystemraum. Beziehungsweise hinter mir seht ihr schon ein paar Sternbilder. Aber eigentlich geht es in diesem Raum um das Sonnensystem. Und wenn wir unseren Blick mal dahin richten, sehen wir die Sonne. Und zwar im korrekten Größenmaßstab im Verhältnis zu den Planetenmodellen, die wir hängen. Ich gehe die mal mit dem Finger durch. Ich hoffe, Jana kommt mit der Kamera hinterher. Wir haben Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und Pluto. Da sage ich gleich noch was zu, warum der eigentlich nicht mehr hier hängen dürfte. Wer es von euch weiß, warum Pluto nicht mehr hier hängen dürfte, ich weiß, es ist eine einfache Frage, kann es gerne schon mal in den Chat schreiben. Jedenfalls, die Größenmaßstäbe dieser Modelle sind korrekt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das Modell der Erde passt genauso oft in das Modell der Sonne, wie die echte Erde in die echte Sonne. Und zwar ungefähr 1 Million Mal vom Volumen her. Also 1 Million Mal passt die Erde in die Sonne. Und hier steht auch, wie groß das Maßstabsverhältnis hier ist, nämlich 1 zu 1,75 Milliarden. Das heißt, würden wir diese Modelle 1,75 Milliarden mal vergrößern, hätten wir die echten Planeten. Was hier allerdings nicht stimmt, sind die Entfernungen. Und dafür haben wir hier so Schilder aufgehangen. Zum Beispiel steht hier bei Jupiter 447 Meter. Das bedeutet, dass wir bei diesem Größenmaßstab Jupiter 447 Meter nach hinten hätten hängen müssen, dann wäre der Maßstab korrekt dargestellt. Dann würde Jupiter allerdings irgendwo auf der anderen Rheinseite hängen oder so, wie sie können, für die, die es nicht wissen. Und das konnten wir natürlich hier so nicht darstellen. Deswegen diese Meterangaben. Bei den hinteren Planeten wird es noch extremer. Neptun hätte schon 2,5 Kilometer weiter nach hinten gemusst. Das heißt, deswegen haben wir das einfach da drauf geschrieben. Es gibt manchmal so Planetenwanderwege, zum Beispiel in Bonn am Rhein gibt es einen. Jana und ich sind in Zürich mal eingegangen. Am Anfang geht es super schnell, man geht ein paar Meter und dann kommt Merkur, Venus, Erde, man freut sich total und denkt, boah, gleich bin ich am Ende vom Sonnensystem. Aber bis Pluto ist man dann den ganzen Tag unterwegs. Und apropos Pluto, genau, warum hängt der hier? Hat es jemand im Chat geschrieben? Gerade schreibt einer, er will, dass Pluto wieder ein Planet wird, aber die anderen Chatnachrichten habe ich noch nicht sehen können. Okay, genau, aber da ist ja schon die richtige Antwort inkludiert. Pluto dürfte eigentlich nicht mehr hier hängen bei dem Planeten, da er kein Planet mehr ist. Man hat ihn ja vor 14 oder mittlerweile 15 Jahren rausgeschmissen, im Jahre 2006, als man sich dafür entschied, eine neue Definition für den Begriff Planet anzufertigen. Man hatte damals das Problem, dass Pluto schon lange ein Planet war, 70 Jahre lang fast, man dann aber noch andere Himmelskörper entdeckt hatte, vor allem den Himmelskörper Eris, und der war genauso groß wie Pluto. Und dann stand man eben vor dieser Zwickmühle, entweder Eris auch zum Planeten zu machen oder Pluto rauszuschmeißen. Und da man schon gemutmaßt hatte, was sich auch als wichtig herausgestellt hat, dass es noch sehr viele andere Objekte von dieser Größe gibt im Sonnensystem, hat man dann gesagt, okay, wir können die nicht alle zu Planeten machen, wir müssen die rausschmeißen. Nur, was sollte dann sein? Und dann hat man das Wort Zwergplanet erfunden. Gab es vorher noch nicht. Sehr viele Leute haben sich aufgeregt. Einer im Chat hat ja schon geschrieben, Pluto soll wieder zum Planet werden.
Flo Plus schreibt, das hat schon seine Richtigkeit, dass er degradiert wurde. Flo Plus also, ist dabei. Der ist auch dabei. Wahnsinn. Hi Flo Plus. Flo Plus, absolute YouTube-Legende zum Thema flache Erde. Schön, dass du da bist, Flo. Flo sieht das natürlich völlig richtig. Das hat schon seine Richtigkeit. Ich habe auch ein bisschen Mitgefühl mit Pluto, aber es ist schon richtig, denn man müsste mittlerweile schon 5 Himmelskörper zu Planeten ernennen. Es gibt nämlich 5 Zwergplaneten. Pluto, Eris, Haumea, Makemake und Ceres. Und es gibt sicherlich im hinteren Sonnensystem noch viel, viel mehr. Apropos hinteres Sonnensystem, vielleicht können wir mal ein bisschen hier zu Pluto gehen. Es gibt eine sehr bekannte Raumsonde namens Voyager, also Voyager 1 und Voyager 2. Ich glaube, wir haben hier aber kein Bild von denen. Ne, leider nicht. Die sind 1977 losgeflogen, diese Sonden, also vor mehr als 40 Jahren. Und es wurde oft in letzter Zeit getitelt, dass die das Sonnensystem verlassen hätten. Das ist aus meiner Sicht ziemlicher Unfug, denn das Sonnensystem ist sehr, sehr groß. Die Voyager-Sonden sind jetzt irgendwo hier. Also sie sind schon weit hinter Pluto und viele Leute denken eben, hinter Pluto wäre das Sonnensystem zu Ende. Dem ist allerdings aus meiner Sicht nicht so. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt es doch mal in den Chat, wo ist eurer Meinung nach das Sonnensystem zu Ende? Da gibt es nämlich ein paar verschiedene Ansichten. Der Grund, warum viele geschrieben haben, die hätten das Sonnensystem verlassen, ist, dass die sogenannte Heliosphäre passiert haben. Die Heliosphäre ist der Bereich, in dem der Sonnenwind, also energiegeladene Teilchen, die die Sonne ausströmt, so stark ist, dass das interstellare Gas verdrängt wird. Ihr könnt euch vorstellen, in der Milchstraße, in der wir uns befinden, ist überall interstellares Gas und Staub zwischen den Sternen. Doch die Sterne selber bilden eine Blase aus, in die dieses Gas nicht rein kann. So, und diese Blase heißt bei uns Heliosphäre. Und aus der sind die Voyager-Sonden raus. Das heißt aber noch lange nicht, dass die aus dem Sonnensystem raus werden. Hat jemand geschrieben, wo die ganze Sonnensystem ist? Ja, Philipp hat geschrieben, hinter der Oortschen Wolke. Sehr guter Tipp, genau. Sven auch, Danny auch. Sehr gut. Freut mich, dass die Oortsche Wolke hier so bekannt ist. Dazu muss man sagen, die Oortsche Wolke ist im Moment nur eine Theorie, sie ist noch nicht bewiesen. Aber die meisten gehen davon aus, dass es sie gibt. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, die Schwerkraft der Sonne, die reicht unfassbar weit. Also die reicht nicht nur bis hier, die reicht wirklich noch bis auf die andere Rheinseite, dieses Modell. Und der letzte Punkt, an dem die Schwerkraft der Sonne noch stark genug ist, um etwas anzuziehen, das heißt, der letzte Punkt, bevor die Schwerkraft eines anderen Objekts sie übertrifft, das ist die Oortsche Wolke. Und dort befinden sich unfassbar viele Staubkörner, Kometen, Steinchen, also Asteroiden, und die schwirren in so einer Sphäre um das Sonnensystem herum. Also man könnte sagen, die Oortsche Wolke ist die Atmosphäre des Sonnensystems. Und die Voyager-Sonden werden in 300 Jahren die Innenseite der Oortschen Wolke erreichen. In 300 Jahren. Und dann brauchen sie ein bisschen, bis sie die Oortsche Wolke verlassen. Könnt ihr auch mal wieder raten im Chat, wie lange brauchen die Voyager-Sonden, bis sie dann aus der Oortschen Wolke raus sind? In 300 Jahren sind sie drin, wann sind sie raus? Schreibt es mir mal. Das heißt jedenfalls, noch sind sie noch lange nicht aus dem Sonnensystem raus. Diese Schlagzeilen waren also irgendwie Quatsch. Und in diesem hinteren Bereich, der unfassbar lang ist, hier das Ganze in dem Raum, der ganze hintere Bereich noch, dort könnten noch unfassbar viele Zwergplaneten sein. Wahrscheinlich gibt es da sogar noch Planeten. Es gibt ja diesen ominösen Planet Nummer 9. Keiner weiß, ob es den wirklich gibt. Der wird hier irgendwo auch noch rumschwirren, nehme ich mal an. Das heißt, kein Mensch weiß, was da ist. Ihr seht, selbst unser eigenes Sonnensystem ist für uns eigentlich noch ein großes Rätsel. So. Hat jemand geschrieben, wann Voyager aus der Oortschen Wolke raus ist? Ja, sie sind sich nicht besonders einig. 300 Jahre, 30.000 Jahre, 300.000 Jahre, Millionen Jahre, 500 Jahre. Eine richtige Antwort war dabei. In 30.000 Jahren. Ich sehe schon, einige Leute haben fleißig meine Videos geguckt. In dem letzten Video ging es um die Voyager-Sonden. Genau, in 300 Jahren sind sie in der Oortschen Wolke drin. In 30.000 Jahren sind sie durch. Also in 30.000 Jahren werden die Schlagzeilen stehen. Und dann brauchen sie noch ein paar Jahrtausend und dann kommen sie vielleicht in einem anderen Sternsystem an. Und so weiter. So, genau, das sind die Grenzen unseres Sonnensystems, in dem befinden wir uns. Und aus unserer Position heraus in diesem Sonnensystem können wir eben auch weiter in den Weltraum hineinschauen. Ich würde sagen, wir gehen schon mal weiter Richtung Milchstraße, bevor wir uns hier im Sonnensystem verlieren. Außer du hast noch irgendwie einen guten Kommentar oder eine Frage oder so zu den Planeten. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir mal unser Sonnensystem, indem wir einen Raum weitergehen und gehen in den Milchstraßenraum. Geh du mal vorne, versuch das Licht mitzunehmen. Tiefer in den Keller. Hier wird es ein bisschen heller. Und ich stelle mal. Genau, da seht ihr gerade unsere astronomische Uhr, selber gebaut von unserem Chef, Herr Gunnermann.
die zeigt an, welches Sternbild wir gerade haben. Ich weiß allerdings nicht, ob sie richtig geht. Gerade behauptet die astronomische Uhr, wir hätten Schütze. Stimmt das? Ich bin mit Sternbildern leider nicht besonders vertraut. Wenn einer von euch weiß, welches Sternbild gerade aktuell ist, dann sagt mal Bescheid. Jedenfalls seht ihr da quasi gerade, wo die Sonne auf der Ekliptik steht. Und danach richten sich dann eben auch die Sternbilder. So, genau. Wir haben das Sonnensystem verlassen und befinden uns nun quasi in der Milchstraße. Denn unser Sonnensystem ist in einer Galaxie drin und diese Galaxie nennt sich Milchstraße. Also wir nennen sie Milchstraße. Hier auf diesem Bild seht ihr den Sternenhimmel, wie man den von der Erde aus sehen kann, in einer perfekten Nacht. Das sind ungefähr 4.500 Sterne von jeder Halbkugel der Erde. Das heißt 4.500 von der Nordhalbkugel, 4.500 von der Südhalbkugel. Und deswegen kann man sagen, insgesamt kann man von der Erde 9.000 Sterne sehen. Gar nicht viel eigentlich. Manchmal hat man ja so eine sternklare Nacht, wenn man mal im Urlaub ist und denkt, ist total beeindruckt von dieser Fülle an Sternen. Aber ein paar Tausend ist eigentlich gar nicht so viel, denn es gibt im Weltraum natürlich noch viel, viel, viel mehr. Diese Sterne, die wir nachts am Himmel sehen, das sind unsere Nachbarsterne. Die Sterne, die in unserem Sonnensystem, in unserer Milchstraße nah an uns dran sind. Kann man sich besser vorstellen, wenn man sich mal das hier anguckt. Das ist die Milchstraße von oben. Eine riesige Spirale, deswegen haben wir das auch Spiralgalaxie. Es gibt auch andere Formen, sehen wir gleich noch. Und wir sind hier. Dieser kleine Punkt, das ist unser Sonnensystem. Vermutlich. Es ist immer schwer, Aussagen darüber zu treffen, wo man sich befindet, wenn man selbst drin ist. Stellt mal vor, ihr lebt in einer riesigen Villa, also wirklich hunderte Zimmer, und ihr wart noch nie außerhalb der Villa. Wie wollt ihr genau sagen, in welchem Flügel der Villa ihr seid? Das ist schwierig, aber man kann sich eben ein bisschen am Nachthimmel orientieren. Die alten Griechen dachten, dass dieser helle Streifen, den man am Himmel sieht, dass das die Muttermilch der Göttin Hera wäre. Die Geschichte ist ein bisschen komisch, ich glaube, die habe ich noch nie im Livestream erzählt, das kann ich mal machen. Also die Geschichte geht so, die alten Griechen dachten, dass der Gott Zeus, der wichtigste Gott von allen, der hatte eine Ehefrau namens Hera, auch eine Göttin, aber er war seiner Frau nicht besonders treu und er hatte unzählige uneheliche Kinder und eins davon war Herkules. Und die Mutter von Herkules war allerdings keine Göttin, sondern ein Mensch. Das heißt, Herkules war nur ein Halbgott, halb Mensch, halb Gott. Ja, man macht das gut. Warum? Weil du dich fast lustig versprochen hast, wegen okay. Herb. das ist alles ungeprobt, völlig spontan hier übrigens. Herkules war nur ein Halbgott. Das Problem war aber, dass ein Halbgott nur seine volle göttliche Kraft bekommt, wenn er die Muttermilch einer Göttin trinkt. Das Problem war, Herkules Mutter war ja keine Göttin, hatte also nur ganz normale Muttermilch. Deswegen hat Zeus sich einen schlauen Plan ausgedacht. Er hat gewartet, bis seine Frau Hera eingeschlafen ist, hat den kleinen Baby Herkules genommen und wollte ihn heimlich an die Brust seiner Frau Hera legen, damit er heimlich deren göttliche Muttermilch trinkt. Also schon ein bisschen unverschämt. Zuerst zeugt er ein uneheliches Kind und dann will er die Muttermilch seiner Frau klauen. Aber gut, so war das damals eben. Und leider ist Hera dann aufgewacht, hat Herkules weggeschleudert und die ganze Milch ist an den Himmel gespritzt. So haben die Griechen sich vorgestellt, ist die Milchstraße entstanden. Heute wissen wir, das ist natürlich Quatsch. Außer man glaubt noch an die alten griechischen Götter. In Wahrheit ist es keine Milch, es sind unfassbar viele Sterne. Und, das weiß man eben heute, dieser helle Streifen ist nur der Querschnitt des nächsten Spiralarms. Und deswegen sagt man, okay, dann muss das eine Spiralgalaxie sein. Verstärkend kommt das Argument hinzu, dass man andere Galaxien durchaus beobachten kann. Denn da kann man auch wieder das Hausbeispiel oder das Villa-Beispiel bemühen. Ihr kommt vielleicht aus eurer eigenen Villa nicht raus, ihr könnt aber aus dem Fenster gucken und die Nachbarhäuser besser beobachten als euer eigenes. Deswegen kennen wir andere Galaxien von ihrer Form her besser als die Milchstraße. Und daher weiß man, fast alle Galaxien im Weltraum sind Spiralgalaxien. Nicht alle, aber fast alle. Also gehen wir mal davon aus, dass die Milchstraße eine Spiralgalaxie sei. Und habe ich schon gefragt, wie viele Sterne da drin sind? Ne? Ich glaube nicht, aber hier kommt eine andere Frage rein. Was sorgt denn bei unseren Galaxiearmen für die milchige Farbe? Das ist einfach nur die Helligkeit der Sterne. Also das Helle bedeutet höhere Sternendichte, da wo es dunkler ist, ist die Sternendichte geringer. Und ich meine, Sternenleuchten erscheint für unseren Nachthimmel ja weißlich. Und das heißt, hier in diesem Bereich, da es ja der Querschnitt ist, der Scheibe, ist hier einfach mehr Sternenlicht. Deswegen ist es heller. Das ist alles. Das ist auch Teil der Milchstraße übrigens. Viele Leute denken, nur das wäre die Milchstraße. Dann sagt man ja auch immer nachts dann so, boah, guck mal, da ist die Milchstraße. Aber in Wahrheit ist der gesamte Himmel die Milchstraße, denn wir sind ja da drin. Das heißt, den Witz habe ich auch schon lange nicht mehr erzählt, seit das Planetarium zu hat, jetzt kann ich ihn endlich mal wieder bringen. Das heißt, wenn man mal so ein romantisches Treffen draußen hat nachts
und dann sitzt man da mit seiner Freundin oder so, dann darf man auf keinen Fall auf diesen hellen Streifen zeigen und sagen, guck mal, da ist die Milchstraße, sondern man müsste sagen, guck mal, da ist der nächste Spiralarm in Richtung Querschnitt unserer Galaxis. Ist nicht besonders romantisch, aber so offenbart man auf jeden Fall tiefes Grundverständnis des Kosmos. Genau, das ist also unsere Milchstraße. Und wer von euch weiß, wie viele Sterne es in der Milchstraße gibt, der kann das gerne mal in den Chat schreiben. Man weiß es nicht genau, aber es gibt grobe Schätzungen. Schreibt es mal. Wir befinden uns jedenfalls hier und man kann sich vorstellen, dass die Spirale in Bewegung ist. Also die bewegt sich die ganze Zeit. Gerade in diesem Moment bewegt sich unser Sonnensystem um das Zentrum der Galaxis. Muss man sich mal vorstellen, mit was für einem Affenzahn wir uns bewegen. Einerseits dreht sich die Erde um die Sonne, nur das spielt sich alles auf diesem Punkt ab. Und das gesamte Sonnensystem dreht sich um das Zentrum der Milchstraße. Das heißt, im Prinzip ergibt sich daraus eine Bewegung der Sonne in den Raum und die Erde in so einem Kreis hinterher. Das heißt, wenn ihr morgen früh aufwacht, dann werdet ihr euch eben Millionen Kilometer durch den Weltraum bewegt haben, obwohl wir es gar nicht mitkriegen. Hat jemand geschrieben, wie viele Sterne es gibt? Ja, viele. Einer schreibt 10 hoch 11. Ja, und viele schreiben aber 100 bis 300 Milliarden Sterne. Okay, sehr gut. So mit so komplizierten mathematischen Abkürzungen kann ich nichts anfangen. Genau, also viele sagen 100 Milliarden, aber je mehr Zeit vergeht, desto weiter werden die Schätzungen nach oben korrigiert. Mittlerweile sagen die meisten so 200 bis 300 Milliarden. Ich habe aber auch schon 400 Milliarden gehört. Ich habe jetzt auch schon Leute gehört, die sagen, sowohl unsere Milchstraße als auch die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, haben 1 Billion Sterne. Also daran seht ihr schon, das weiß keiner so wirklich. Sagen wir mal 200 Milliarden. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelwert. Und der Grund, warum wir uns um das Zentrum bewegen oder warum die Milchstraße überhaupt so angeordnet ist, ist, dass sich im Zentrum ein supermassives schwarzes Loch verbirgt. Können wir mal wieder das Bild zeigen eigentlich? Ich hole das mal ein. Moment. Wir haben hier ein Bild vom schwarzen Loch. Ihr seht das? Spiegelt sich jetzt wahrscheinlich. Das ist das erste wichtige Foto, was von einem schwarzen Loch gemacht wurde. 2016 war das, glaube ich. Es ist nicht das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, überraschenderweise. Es ist ein viel weiter entferntes schwarzes Loch. Der Grund, warum man das hier besser fotografieren konnte, ist, dass es wesentlich schwerer ist als das schwarze Loch in der Milchstraße und dadurch einen größeren Einzugsbereich hat. Und dass zwischen uns und dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße sogenannte Dunkelwolken liegen, die die Sicht versperren. Das heißt, es ist super schwer, Sagittarius A Sternchen, so heißt das schwarze Loch in der Milchstraße, zu beobachten. Das hier war wesentlich einfacher. Und ich habe schon angesprochen, dass das Gewicht bei einem schwarzen Loch essentiell ist. Je schwerer ein schwarzes Loch ist, desto mehr Gravitation hat es. Das ist bei jedem Objekt so. Schwarze Löcher sind im Prinzip nur Objekte, deren Gravitation und Dichte so stark ausgeprägt ist, dass selbst das Licht nicht mehr entkommen kann. Und dadurch bildet sich eben dieser schwarze Bereich hier, in dem es eben schwarz aussieht. Weil das ist in Wahrheit gar nicht schwarz, da wird gar Zeug reingesunken. Geh mal ein Stück zurück, man sieht so gar nichts mehr. Ja, so. Du bist ja die Kamera. Ja, aber ich kann ja auch nicht mehr zurück, hier ist jemand hinter mir. In Wahrheit wird hier gerade Zeug eingesogen, nur wir können es nicht sehen. So. Nee, so bin ich in der Kamera. Aber in der Spiegelung, ja? Ja, genau. Bleib mal so jetzt. Okay. Genau, da sieht man gerade nichts, weil, da die Gravitation so stark ist, dass keine optischen Informationen mehr nach draußen bringen. Das ist ein schwarzes Loch, mehr ist es nicht. Also kein Staubsauger, kein Objekt, wo man reinfällt oder so, einfach nur ein Objekt mit einer unfassbar hohen Dichte und Schwerkraft. Und je schwerer es ist, desto weiter außen ist der sogenannte Ereignishorizont, also die Grenze, hinter der das Licht nicht mehr rauskommt. Um den Ereignishorizont herum ist eine sogenannte Akkretionsscheibe, also ein Bereich, in dem gerade unfassbar viel Materie und Gas und was auch immer eingesogen wird und sich während des Drehprozesses aufheizt. Das heißt, wir haben um ein schwarzes Loch wirklich einen Feuerring. Wer ein schwarzes Loch fliegen würde, würde zuerst verbrennen, bevor er den Ereignishorizont überschreiten würde. Ja, und die schwarzen Löcher, die sich im Zentrum einer Galaxie befinden, ich hänge das mal wieder auf. Die schwarzen Löcher, die sich im Zentrum einer Galaxie befinden, die nennt man supermassive schwarze Löcher. Es gibt allerdings noch andere Arten von schwarzen Löchern. Wenn einer von euch noch andere Arten von schwarzen Löchern kennt, dann schreibt sie gerne mal in den Chat. Mir fallen noch zwei ein. Supermassive schwarze Löcher und zwei andere. Schreibt es mal gerne. Ich würde sagen, wir gehen schon mal Richtung Galaxienwand und bewegen uns mal etwas aus der Milchstraße raus. Denn, wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Milchstraße nicht die einzige Galaxie im Kosmos, sondern wirklich nur eine von unfassbar vielen. So.
Jetzt wird es logistisch schwierig. Jetzt wird nämlich Jana den Hauptschalter anmachen. Und ich übernehme kurz die Kamera. Sieht man mich so? Ja, genauso halten. Okay. Ja, hi Leute, Jana macht kurz den Hauptschalter an, denn wir haben hier einen Knopf. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Selbstzerstörungsknopf. Wenn man den, das ist auch so ein roter Knopf, wenn man den drückt, dann geht hier alles an. Das werdet ihr jetzt gleich feststellen. Ich zeige euch mal. Oha, das ist wie im Raumschiff, wenn man den Startknopf drückt. Aber man sieht hier viel cooler aus. Und dahin kommt Jana wieder. Schneller, schneller. Genau, bis Jana wieder da ist, kurzer Werbeblock. Abonniert auf jeden Fall meinen Channel, Leute. Mein Ziel sind 40.000 Abonnenten. Vielleicht sind ja einige von euch dabei, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Dann holt das doch gerne nach. Das würde mich sehr freuen. So, Winter, weiter geht's. Okay, sehr gut. Also, die Milchstraße ist nicht die einzige Galaxie im Universum, sondern eine von sehr, sehr vielen. Auf dieser Tafel haben wir einige Fotos, die sind alle echt. Das sind alles echte Bilder aus dem Weltraum. Diese vier sind Galaxien und ich habe euch ja schon erklärt, warum man die fotografieren kann, die Milchstraße aber nicht, weil wir eben in der Milchstraße drin sind, aber unsere Nachbarn besser sehen können, wie das Beispiel mit dem großen Haus und den Nachbarhäusern. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, seht ihr hier, dass die allermeisten Galaxien tatsächlich Spiralgalaxien sind. Jetzt, wo der Hauptschalter an ist, kommen hier alle möglichen komischen Geräusche, nicht wundern. Genau, das ist eine Spiralgalaxie, das ist eine Spiralgalaxie, das ist eine Spiralgalaxie. Wir sehen aber auch, es gibt auch andere Arten. Das ist eine Kugelgalaxie. Das gleich aus. Die ist kugelförmig und es gibt auch sogenannte irreguläre Galaxien, die entstehen, wenn zwei Galaxien kollidieren. Also bei Galaxienformen kann man seiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Und im Zentrum von jeder dieser Galaxien befindet sich ein supermassives schwarzes Loch. Das heißt, der Aufbau von Galaxien ist eigentlich immer identisch. Ich mach mal kurz diese Musik aus. Genau, hier auf der Tafel seht ihr auch, wie weit die Galaxien jeweils von uns entfernt sind. Das sind also schon echt sehr, sehr hohe Abstände. Diese hier ist besonders interessant. Das ist nämlich unsere Nachbargalaxie Andromeda. Und die ist 2,2 Millionen Lichtjahre entfernt. Klingt weit, ist im kosmischen Maßstab aber relativ nah, wenn ihr bedenkt, dass der Weltraum viel, viel größer ist. Und die meisten Galaxien so weit weg sind, dass wir sie gar nicht sehen können. Geschweige denn so gut. Also wenn ihr euch vorstellt, das ist nochmal eine Milchstraße, wahrscheinlich sogar doppelt so groß. Auch unfassbar viele Sterne, Exoplaneten, mit Sicherheit außerirdisches Leben. Denn wir sprechen hier von bis zu 2 Billionen Planeten. Also wirklich Billionen. Das ist jetzt kein Übersetzungsfehler vom englischen Billion. Wirklich 2 Billionen Exoplaneten. Ich würde sagen, da muss es irgendwie außerirdisches Leben geben. Wahrscheinlich auch schon in unserer Milchstraße. Denn auch in der Milchstraße haben wir bis zu 400, 500 Milliarden Exoplaneten. Könnt ihr mir auch mal eure Meinung zu schreiben? Gibt es in der Milchstraße oder irgendwo außerirdisches Leben? Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Einer fragt, weiß man, wie lange eine Galaxieumrundung dauert? Ja, weiß man. Ich vergesse es allerdings immer. Man nennt es ein galaktisches Jahr und es dauert einige Millionen Jahre. Ich hab mir das schon so oft durchgelesen, ich vergesse es jedes Mal wieder. Ich meine, es wären irgendwie 13 Millionen Jahre oder so einmal rum, aber google das lieber nochmal, um es zu verifizieren. Also um nichts Falsches zu verbreiten, sage ich, wir brauchen einige Millionen Jahre, um einmal das galaktische Zentrum zu umrunden. Und es gibt sogar so ein paar Theorien, dass unsere Position auf dieser Bahn um das galaktische Zentrum Auswirkungen auf das Leben auf der Erde hat. Es gibt so verrückte Theorien, dass alle Massenaussterben im Laufe der Erdgeschichte immer mit einer gewissen Position in diesem galaktischen Jahr zu tun haben. Aber das lässt sich natürlich sehr schwer verifizieren, da der Beobachtungszeitraum sich eben über einige Millionen Jahre erstreckt. Kannst mal Bescheid sagen, wenn jemand schreibt, wie lange ein galaktisches Jahr tatsächlich ist. Einer schreibt 250 Millionen. Ja, da war ich ja nur knapp vorbei. Ja, das kann gut sein. Okay, damit wird das bestimmt. Eine andere Frage von Agroben. Woher weiß man, dass Kugelgalaxien wirklich rund sind und man nicht nur die Vorderansicht einer Spiralgalaxie sieht? Gute Frage. Man müsste ja einmal drumherum fliegen, um das andere Ende zu sehen. Allerdings hat man ja schon eine gewisse, soll man sagen, Plastik bei diesen Bildern. Ne? Also ich meine, hier sieht man ja auch, wie die Sternendichte sich abnimmt vom Zentrum bis hier oben. Also man kann die Rundung schon erkennen. Das Bild hat jetzt natürlich auch eine sehr schlechte Auflösung. Und echt würde es sicherlich besser sein. Genauso wie man bei der Andromeda-Galaxie erkennen kann, dass es eben eine Scheibe ist und kein Strich. Also die Galaxien sind ja immer nicht genau gerade vor uns, sondern können auch eine Schräglage haben. Das heißt, von Kugelgalaxien gibt es sehr viele Bilder, auf denen man die Kugelform wirklich gut erkennen kann. Unter anderem wegen der Sternenstruktur und der Sternenhelligkeit. So, was soll man noch dazu erzählen? Genau, das mit der Galaxienbewegung. Also die allermeisten Galaxien bewegen sich voneinander weg, weil der Kosmos sich ja ausdehnt.
und entfernen sich voneinander. Das heißt, mit jeder Minute, die vergeht, wird es für uns schwieriger, zu fremden Galaxien zu reisen. Einige Galaxien bewegen sich allerdings auf uns zu, weil die so nah an uns ran sind, dass deren Schwerkraft eben die Expansion des Kosmos übersteigt. Und das ist zum Beispiel bei der Andromeda-Galaxie und der Milchstraße so. Die bewegen sich aufeinander zu und werden in, weiß ich nicht, 3 bis 4 Milliarden Jahren oder so zusammenkrachen und dann leben in einer riesigen Supergalaxie. Wie das aussieht, seht ihr hier auf diesem Foto. Das sind zwei Galaxien, die gerade, die kollidieren. Solche Fotos aus dem Weltraum sind natürlich nie live, denn das Licht braucht ja sehr lange bis zu uns. Das heißt, wenn wir das sehen, dann war das Licht im Zweifel schon einige Millionen Jahre unterwegs. Also vor einigen Millionen Jahren sah dieser Galaxiencrash so aus. Vielleicht sind sie zwischenzeitlich schon komplett kollidiert und bilden eine neue Galaxie. Wenn Galaxien verschmelzen, dann werden sie nämlich zu einer noch größeren Galaxie. Die beiden schwarzen Löcher im Zentrum kollidieren und bilden ein noch supermassiveres schwarzes Loch. Und genau das wird eben auch bei uns passieren. Die Galaxie, die dann entstehen wird aus Milchstraßen Andromeda, die hat man auch schon benannt, die wird den Namen Milchomeda tragen. Damit hat man schon mal ein Problem weniger, da muss man sich in 3 Milliarden Jahren nicht mehr über den Namen Gedanken machen. Genau, das heißt, wir wissen jetzt eigentlich schon ganz gut, wie der Kosmos aussieht. Wir wissen, der Weltraum ist ein riesiger leerer Raum, wo nicht viel drin ist. Ein paar Milliarden Galaxien, ungefähr 100 Milliarden Stück gibt es. Und da drin sind die Sterne und Planeten. Unsere Galaxie ist Milchstraße, in der ist die Sonne, um die dreht sich die Erde. Das sind schon die wichtigsten Sachen, die man über den Weltraum wissen muss. Hat eigentlich jemand was zu meiner Alien-Frage geschrieben? Die habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe eben gefragt, ob die Leute, ob ihr glaubt, ob es Aliens gibt. Ich könnte mir gerne mal schreiben. Also, kommt noch was. War ich da gerade beim Hauptschalter, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das habe ich nicht gehört. Habe ich nicht aufgepasst. Okay. Also überlegen. Kommt der Hausmeister? Es gab eine schöne Spende, möchte ich kurz vorlesen. Oh ja, hallo Tim. Heute kam das Paket an, welches ich in deinem Shop bestellt habe. Vielen Dank. Aber sag mal, machst du auch neue Astro-Comics? Meint damit Bücher? Oder Cartoons? Hey. Hausmeister hat gerade hallo gesagt. Nicht nur Hausmeister, Mitglied hier im Plantago. Neue Cartoons. Ja, ich bringe dieses Jahr ein neues Buch raus. Das wird kein klassisches Astro-Comics-Buch werden, aber ich habe einen Vertrag mit einem Verlag abgeschlossen. Und das Buch kommt wahrscheinlich im Herbst. Das heißt Astro Comics, eine Reise durch das Universum. Der Titel ist noch nicht ganz final. Das wird super cool. Das wird quasi ein Reiseführer mit Zeichnungen von mir durch das Universum. Ich habe noch nicht angefangen an dem Buch. Ich habe noch keinen Satz geschrieben, noch nichts gezeichnet. Aber ich habe einen Vertrag abgeschlossen. Das heißt, es muss im Herbst kommen. Ja, das heißt, kommen neue Astro Comics. Sehr gut. Cool. Und Philipp schreibt, die gibt es bestimmt auf die Frage mit den Aliens. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bewegen uns mal etwas weiter durch das Museum. Ich hatte ja versprochen, dass wir euch mal den Planetariumsraum zeigen, auch wenn wir sehr wahrscheinlich nichts an der Decke zeigen können, aber wir können ja trotzdem mal uns das Ganze anschauen. Cool, was ist denn das für eine Anzeige? Ach, das ist das mit den Spenden. Cool. Genau, das ist übrigens, man kann bei YouTube, hat ja einer gerade gemacht, im Superchat was senden. Das hilft uns natürlich sehr, wenn ihr das tut. Und wir machen das so immer, wenn jemand im Superchat was spendet, dann lesen wir das vor und stellen die Frage auch direkt und warten nicht bis zu Ende, bis zur Fragerunde. Genau, wir bewegen uns weiter ins Museum. Und das, was ihr da hinten seht, ist die Treppe runter zum Planetarium. Das ist eigentlich das Herzstück des Ganzen hier. Das Problem bei unseren Livestreams ist halt, dass man den Sternenhimmel im Planetarium, dass man den nicht auf Kamera kriegt. Wir gehen mal zusammen runter. Ich glaube, das geht selbst mit der besten Profikamera, kriegt man den nicht aufs Bild leider. Aber egal, wir zeigen euch den Raum. Der Raum ist nicht besonders aufgeräumt, weil er schon lange nicht mehr benutzt wurde, seit der Pandemie. Deswegen sind die Stühle alle oben. Aber egal, hier seid ihr also jetzt in Köln, in Kölns einzigen Planetarium. Es ist ein sehr kleines Planetarium, wie ihr seht. Es passen hier 30 Leute rein. Aber es ist das einzige in Köln und Umgebung. Und genau, das funktioniert normalerweise so. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil der Raum so klein ist, aber die Illusion ist wirklich perfekt. Wenn man das direkt anmacht, ich zeige euch gleich mal, wie das funktioniert. Man setzt sich dann eben hier hin, guckt an die Decke, das Licht geht aus und an der Decke sieht man den Sternenhimmel. Und hier unten kann man dann eben tatsächlich einige tausende Sterne sehen und nicht nur wie in echt in Köln ein paar hundert. Also man kann hier unten, glaube ich, 4.500 Sterne sehen. In Köln kann man nur, ich weiß gar nicht, weißt du das, Jana? 9.000, 4.000. Was in Köln? Ach nee, 700, nee, 300, Entschuldigung. 300 Sterne sehen, genau. Weil es so hell ist. Das nennt man Lichtverschmutzung. Das gibt es in jeder großen Stadt. Das ist jetzt kein Kölner Phänomen. Und hier unten haben wir eben den perfekten Sternenhimmel. Ja, das Gerät hier, ich kann es dir das mal ein bisschen näher zeigen. Das ist noch richtig oldschool.
Das wurde in den 60er Jahren gebaut und steht seitdem auch hier. Und zwar von Carl Zeiss in Jena. Da kommen all diese Planetariumsgeräte her. Und ich weiß noch, dass wir, Jana und ich, mal in Jena im Museum waren und da stand dieses Gerät als Ausstellungsstück. Und dann haben wir denen erzählt, dass wir das noch benutzen. Und ich glaube, wir sind so eine der letzten Einrichtungen, die das wirklich noch benutzen. Es gibt auch Nachfolgemodelle, die sind komplett digital, das ist absolut analog. Bei den digitalen Modellen kann man dann eben auch Filme an die Decke spielen oder so. Hier ist quasi eine Birne drin und eine Folie mit ausgestanzten Löchern für die Sterne. Und diese Glühbirne wirft dann die Sterne an die Decke. Kann man, wie gesagt, jetzt leider nicht zeigen, aber wir können euch trotzdem das Gerät mal in Aktion zeigen. Ich kann es ja mal ein bisschen drehen. Wir können ja mal probieren, das Licht zumindest auszumachen. Moment. Oh, da kam was im Superchat. Oh, cool. 5 € von Donja Camila mit der Frage, ob wir mal was zum Thema Zeit machen könnten. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal vielen Dank für den Superchat, für die Superchat-Spende oder wie man das nennt. Das freut uns total. Thema Zeit finde ich super spannend. Ich weiß, dass wir hier normalerweise im Planetarium einen Vortrag zum Thema Zeit haben. Der macht immer unser Chef, Herr Gundermann. Der weiß alles. Und nach diesem Vortrag ist man verwirrter als vorher. Aber können wir gerne machen, oder? Finde ich cool. Ja, wenn du ihn machst. Machen wir. Ja, ich mache mal das Gerät an. Also stellt euch vor, ihr sitzt hier, es wäre jetzt dunkel an der Decke. Und hier dreht man. Das macht auch noch gebührend Geräusche, das Gerät. Das dreht sich jetzt und hier würden jetzt normalerweise eben die Sterne rausprojiziert werden. Diese Stäbchen, die man hier sieht, das hier, das sind die Planeten. Ich muss kurz da wieder dazwischen, es kam wieder was im Superchat. Christoph schreibt, für besseres Audio-Equipment. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, ich habe ein neues iPhone 12 und da gibt es ja nicht mehr, du kannst keinen Klinkenanschluss für Mikrofone mehr benutzen, sondern nur noch Lightning-Anschluss. Und ich habe mir schon einen Adapter geholt, Klinker auf Lightning, und das funktioniert beim besten Willen nicht. Aber Leute, wir kriegen das hin schon vor. Auch cool, dass ihr trotzdem dabei seid. Genau, hier aus diesen Stäbchen kommen die Planeten raus und hier oben eben die Sterne. Und je nachdem, wie ich das drehe, habe ich dann eben einen anderen Abschnitt des Jahres. Ich kann hier ein komplettes Jahr darstellen, denn, wisst ihr bestimmt auch, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, sieht man anderen Sternen. Es gibt ja typische Wintersternbilder, typische Sommersternbilder. Und hier unten können wir eben ein komplettes Jahr zeigen. Und natürlich aus der Kölner Perspektive. Ihr seht schon, wir haben hier die Skyline von Köln aufgemalt. Zumindest bestehen aus 2 Gebäuden. Nämlich der Kölner Dom und der Fernsehturm. Gut, viel mehr schöne Gebäude gibt es in Köln auch nicht. Genau. Cool. Was kann man jetzt noch sagen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Ich glaube auch. Ja, wenn wir ganz wagemutig sind, könnten wir mal probieren, die Polarlichter zu streamen. Ja, mach mal. Okay. Ist jetzt ungeplant, ein bisschen vorbereitet. Ich überlege gerade, ich mache mal die Softbox aus. Ist es dunkel? Mal schauen, ob wir die Polarlichter sehen können. Da müssen wir wahrscheinlich aber das Licht ausmachen. Moment. Cool, das sieht man ja. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, Leute, habt ihr schon mal Polarlichter gesehen? Wenn nicht, dann seht ihr jetzt gerade eins. Die kann man mit dem alten Zeiss-Gerät aus den 60er Jahren kann man Polarlichter an die Decke werfen. Mach gibt da noch eins. Andere, oder? Ja. Und noch eins. Können wir immer auch mal eine eigene Führung zu machen. Ich erzähle mal kurz, wie die entstehen. Das ist auch durch diesen Sonnenwind. Ich habe euch ja ganz am Anfang von der Heliosphäre erzählt. Und der Sonnenwind, diese energiegeladenen Teilchen, trifft auf die Erdatmosphäre und ionisiert die Erdatmosphäre, also energetisiert sie, könnte man sagen. Und das bringt sie zum Leuchten. Wenn Sauerstoff leuchtet, leuchtet das grün, ich glaube Kohlenstoff ist rot und so entstehen diese schönen Polarlichter. Falls jemand von euch schon mal Polarlichter in echt gesehen hat, schreibt mal in den Chat, wann und wo, das würde mich interessieren. Okay, cool. Machen wir Licht an, ne? Aber cool, dass wir euch wenigstens irgendwas zeigen konnten hier unten. Das freut mich sehr. So, genau, jetzt habt ihr das auch mal kennengelernt. Würde ich sagen, gehen wir mal über zur Fragerunde, oder? Was meinst du? Also wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, zu dem wir heute was erzählt haben oder auch zu anderen Themen, sagen wir es irgendwas mit Weltraum zu tun hat, stellt sie jetzt gerne in den Chat. Wir machen jetzt noch eine kleine Fragerunde. Während die Fragen eintrudeln, kurzer Werbeblock. In unserem Shop, verkaufe ich im Moment diesen Weltraumkaffee. Mein bester Freund röstet den selber. Super lecker, wirklich sehr guter Kaffee. Black Hole Kaffee, so schwarz, dass er die Raumzeit krümmt.
Und jeder, der jetzt einen Kaffee bestellt oder eine Packung Kaffee, kriegt einen astronomischen Meme-Kalender gratis dazu. Also wenn ihr heute bestellt, kriegt ihr das im Sonderangebot. Der Link zum Shop, der ist oben im Chat angepinnt und im ersten Kommentar unter dem Video. Könnt ihr mal vorbeischauen. Alle Einnahmen gehen an einen guten Zweck, nämlich an uns. Ja, wir haben Ende. Jetzt antworte ich ein paar Fragen, falls es solche gibt. Wow, es kam direkt wieder was im Superchat von FoxFox, der sagt, danke, dass es so Menschen wie euch gibt und euch was einfallen lasst. Oh, das ist lieb. Das ist lieb. Vielen Dank. Uns freut es wirklich total, dass so viele von euch dabei sind. Und die Superchat-Einnahmen von uns sind natürlich immens, weil ich meine, wir machen das in unserer Freizeit einfach nur aus Liebe zur Astronomie. Jetzt wird es sehr idealistisch, aber wir freuen uns jedenfalls sehr darüber. Vielen Dank. Okay, fangen wir mit den Fragen an. Wushu Master möchte wissen, woher weiß man, wie groß fremde Sterne sind? Das ist nicht so. Woher weiß man, wie groß fremde Sterne sind? Ja, lange Zeit wusste man das überhaupt nicht. Früher, vor dem Teleskopzeitalter, hat man halt in den Himmel geguckt und die Leute dachten, ja, okay, da sind irgendwie so helle Punkte, komisch. Aber der hellste Punkt ist ja die Sonne, also muss die Sonne was ganz Besonderes sein. Natürlich nicht so besonders wie die Erde, denn die hat ja Gott ins Zentrum des Universums gesetzt. Das dachte man früher. Als dann Teleskope erfunden wurden, hat man natürlich relativ schnell gemerkt, dass es sich bei den Sternen auch um Sonnen handelt. Selbst Galileo Galilei, der hat schon mit seinem Billo-Teleskop damals, was natürlich damals State of the Art war, der hat sich komplett die Augen ruiniert, indem er die Sonne angeguckt hat und das alles herausgefunden hat. Und mit modernen Teleskopen kann man sich die Sterne eben tatsächlich angucken und auch deren Radius bemessen. Mit modernen Teleskopen kann man ja sogar mit der sogenannten Transitmethode den Vorbeiflug vom Planeten observieren. Also das reicht dicke, um den Radius von Sternen zu bestimmen, zumindest den in unserer galaktischen Umgebung. All das, was man über Exoplaneten und fremde Sterne weiß, spielt sich in unserer galaktischen Nachbarschaft ab. Alles andere, selbst in der Milchstraße, hat man keinen Teil von. Ne? Und Sterne in Andromeda kennt man auch nicht wirklich. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang. Aber die paar Sterne in unserer Umgebung, die kann man mit modernen Teleskopen super beobachten und kennt deren Größe daher. Und woher weiß man, wie weit sie entfernt sind? Da gibt es verschiedene Messungen zur Entfernungsmessung im Weltraum. Man kann das bei nahen Sternen, kann man das mit ganz einfachen Mathematiken, also einfach, ne? Ich war immer super schlecht in Mathe, kann man das mit einfachen mathematischen Methoden machen, unter anderem mit der Parallaxenmethode. Da guckt man, man weiß ja, okay, die Sonne ist quasi fix jetzt für diese Rechnung, die Erde bewegt sich um die Sonne, das heißt, der Standpunkt der Erde verändert sich. Und jetzt guckst du heute dir einen Stern am Himmel an, ein halbes Jahr später, wenn die Erde um die Sonne gewandert ist, nochmal und berechnest die minimale Verschiebung, die während dieses halben Jahres entstanden ist. Dann kennen wir die Verschiebung des Sterns, wir kennen die Position der Erde, der Sonne und den Umlauf der Erde. Und mit dieser Parallaxe können wir dann die Entfernung berechnen. Für weiter entfernte Objekte gibt es andere Methoden, zum Beispiel man kann so Cepheiden, das sind so blinkende Sterne, da kann man dann diese Blinkperiode ausrechnen. Super komplex und revolutionär, als das das erste Mal gelungen ist. Philipp fragt, welche Arten von schwarzen Löchern gibt es denn? Ich glaube, das hat so nicht aufgelöst. Ne? Also drei Arten vor allem. Supermassive schwarze Löcher, die eben im Zentrum von Galaxien, die teilweise mehrere Millionen Sonnenmassen haben, wenn nicht sogar noch mehr. Wie die entstanden sind, weiß man nicht. Man weiß nicht, ob zuerst Galaxien da waren und dann die schwarzen Löcher oder ob zuerst die schwarzen Löcher da waren, dann die Galaxien. Dann die gewöhnlichsten schwarzen Löcher sind sogenannte stellare schwarze Löcher. Die entstehen, wenn sehr große Sterne explodieren. Nicht in einer Supernova, das ist dann schon fast eine Hypernova. Man sagt, wenn ein Stern 100 Mal die Masse der Sonne hat und dann explodiert, dann kann ein schwarzes Loch entstehen, weil sich die Restmasse derart verdichtet, dass eben dieses lichtverschluckende, dichte Objekt entsteht. Das sind stellare schwarze Löcher. Und dann gibt es noch einige schwarze Löcher, dann gibt es noch einige schwarze Löcher, die wahrscheinlich kurz nach dem Urknall entstanden sind. Die sind super leicht. Nennt man primordiale schwarze Löcher oder Mini-schwarze Löcher. Die konnten nur unter den extremen Bedingungen damals entstehen und marodieren mutmaßlich durch den Weltraum, könnten auch die Erde treffen, wäre aber nicht schlimm, denn die haben nicht genug Gravitation. Die würden durch die Erde durchfliegen, würden vielleicht für ein Erdbeben sorgen, aber könnten die Erde nicht einsaugen. Also supermassive schwarze Löcher, stellare schwarze Löcher, primordiale schwarze Löcher. Ich habe gelacht, weil ich bald eine Rose von dir bekomme, weil es gab wieder was im Superchat von Donja Camilla. Sie schickt ein Röschen, welches, lieber Tim, du kaufen musst für deine tolle Frau. Oh, ich bekomme die Rosen. Stimmt, das haben wir schon offenbart, dass wir verheiratet sind. Ja, das werde ich tun. Vielen Dank. Da mache ich Jana auf jeden Fall eine Rose. Ohne Janas Selfie als Kamerafrau würde ich das auch nicht hinkriegen. Da würde ich mir hier mit so einem Selfie-Arm einen ablaufen.
Okay, zurück zur Astronomie. Ja. Danilo fragt, wie kann man Geräusche von Planeten hören? Ja, diese Geräusche von Planeten, es gibt ja auch so YouTube-Videos mit irgendwie 10 Stunden Geräusche von Jupiter und so. Das sind meistens nicht wirklich die Geräusche von Jupiter. Es ist nicht so, als würde man, wenn man an Jupiter vorbeifliegt, das hören. Und die Erde macht ja auch keine Geräusche. Da nimmt man meistens dann irgendwie die Strahlung von Jupiter zum Beispiel, weiß nicht, wie der Magnetwellen reflektiert oder so, und versucht, die hörbar zu machen, indem man dann der jeweiligen Wellenlänge einen Ton verpasst. Also soweit ich weiß, sind all diese Geräusche vom Planeten quasi künstliche Hörbarmachungen von anderen Phänomenen und nicht wirklich die Geräusche vom Planeten. Okay, Bernhard fragt, was denkst du über die Theorie über potenzielles Leben auf oder unter dem Jupitermond Europa? Ja, könnte gut sein. Da gibt es einen coolen Science-Fiction-Film, der heißt auch Europa. Da möchte ich jetzt nicht spoilern, aber sehr gut. Das ist so ein Independent-Science-Fiction-Film. Super. Spielt auch auf dem Jupitermond Europa. Also Europa ist sicherlich einer der wahrscheinlichsten Kandidaten für Leben im Sonnensystem, denn dort gibt es eben jede Menge Wasser, sowohl in gefrorener Form als auch in flüssiger Form. Also unterirdisch ist ein riesiger flüssiger Ozean. Es gibt diesen Kryovulkanismus, das heißt, durch die Schwerkraft von Jupiter wird Europa durchgeknetet und das flüssige Wasser spritzt an der Oberfläche raus. Ja, das heißt, wir haben flüssiges Wasser unter der Oberfläche, vielleicht annehmbare Temperaturen. Das heißt, da könnte Leben entstanden sein, vor allem, weil wir wissen, dass, oder wir wissen es nicht, aber vielleicht ist das Leben auf der Erde ja auch unter solchen Bedingungen entstanden. Man glaubt ja, viele glauben, dass das in diesen sogenannten schwarzen Rauchern, Black Smoker, entstanden ist, in der Tiefsee, wo unter Wasser dann aus unterirdischen Vulkanen eben Mineralien hochkamen und so. Das heißt, genau solche Bedingungen könnten wir auf diesen Eismonden auch vorfinden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da was ist. Wenn man das finden will, müsste man sich vermutlich durch die Eisdecke graben und danach suchen. Könnte aber auch sein, dass zum Beispiel, es gibt Europa, Enceladus, also von diesen Eismonden gibt es ja sehr viele. Selbst hinten bei Neptun, der Mond Triton, ist auch so ein Mond mit Kryovulkanismus, oder Miranda von Uranus. Könnte aber auch sein, dass wir quasi zu sehr gebunden sind an unsere Vorstellung von Leben und sagen, okay, Leben kann nur unter irdischen Bedingungen entstehen, also suchen wir nach Wasser. Könnte ja auch sein, dass das Titan, der Saturnmond, ein viel wahrscheinlicher Kandidat ist. Auf dem gibt es zwar keinen Kryovulkanismus, aber es gibt flüssige Methanseen. Und vielleicht kann ja auch in Methanseen Leben entstehen. Es ist geplant, in den nächsten Jahren eine neue Mission zum Titan zu schicken, namens Dragonfly. Ich glaube, 2027 soll die losfliegen. Und das ist so ein Quadrocopter, der auf Titan von See zu See fliegen soll. Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht entdecken wir da Leben, könnte ich mir vorstellen. Thorsten möchte wissen, ist Planet 9 ein Gesteinsplanet oder ein Gasplanet? Wenn es den gibt, würde ich behaupten, dass das ein Gasplanet ist. Man weiß ja gar nicht, ob es den gibt. Man hat ja nur gravitative Störungen vorgefunden. Man sagt so, okay, irgendwas sendet da Schwerkraft aus. Das muss ein Planet sein. Auch wenn manche abgedrehte Leute sagen, das ist ein primordiales schwarzes Loch. Wahrscheinlich ist es ein Planet tatsächlich. Der müsste, so wie ich gelesen habe, ungefähr die Masse von Neptun haben. Und ein Planet mit der Masse von Neptun kann eigentlich nur ein Gasplanet sein. Also ansonsten wäre das wirklich ein gewaltiger Gesteinplanet. Das würde ja nicht richtig in die Systematik des Sonnensystems passen, wo die Gesteinsplaneten eben eher innen sind und die Gasplaneten außen. Auch Pluto war da keine Ausnahme, denn der war vielleicht mal ein Mond von Neptun oder so und wurde dann eben aus der Bahn geschleudert. Das heißt, wenn es den gibt, würde ich sagen, es ist ein Gasplanet. Aber der kann natürlich dann wiederum Gesteinsmonde haben. Okay, ein kleiner Fan schreibt dir hier, ich bin 6 Jahre alt und möchte wissen, ob es erdähnliche Planeten gibt. Oh, super süß. Cool, dass auch Kinder zu gucken, das finde ich super. Es gibt erdähnliche Planeten, also im weitesten Sinne sprechen viele Wissenschaftler bei erdähnlichen Planeten, oder wenn die erdähnliche Planeten sagen, meinen die schon Merkur, Venus und Mars, weil die sagen, für uns sind alle Planeten, die aus Stein sind, erdähnlich oder terrestrisch, sagt man auch. Du meinst wahrscheinlich aber eher eine zweite Erde sozusagen, also ein Planet im Universum, auf dem es Wasser und Leben gibt. Glaube ich auf jeden Fall, dass es das gibt. Denn wie gesagt, allein in unserer Galaxis, in der Milchstraße, gibt es ungefähr 200 Milliarden Sterne. Das wäre völlig verrückt, 200 Milliarden Planeten, sorry. Das wäre völlig verrückt, wenn da keiner dabei ist, auf dem es Wasser und Luft gibt. Ich glaube, es gibt Dutzende zweite Erden in der Milchstraße und mit Sicherheit auch ein Planet, auf dem wir leben könnten. Wir müssen nur dahin kommen. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Es gibt irgendwann eine coole Doku bei Netflix, die heißt Alien Worlds. Vielleicht hat die ja jemand gesehen, schreibt's mal. Und da wird geguckt, wie könnten auf so anderen Exoerden, wie würden da vielleicht die Lebewesen aussehen? Zum Beispiel eine zweite Erde, wo aber die Schwerkraft doppelt so hoch ist. Wirklich super spannend, müsst ihr euch mal angucken. Okay, Mario schreibt, dass er weiße Löcher interessant findet und AVL fragt, was du von weißen Löchern hältst. Okay, ja, weiße Löcher sind ja im Moment nur Theorie.
könnte aber gut hinkommen, denn nach Einsteins Relativitätstheorie sind sie physikalisch möglich. Und bisher war es so, dass Einstein eigentlich mit allem, was er ausgerechnet hatte, recht hat. Und vieles wurde dann viel später nach Einstein erst entdeckt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch weiße Löcher noch entdeckt. Auch schwarze Löcher waren ja lange Zeit Theorie. Es gab echt viele Forscher, die haben gesagt, schwarze Löcher gibt es nicht, bis man sie dann entdeckt hat. Weiße Löcher sind im Prinzip das Gegenteil von schwarzen Löchern. Das heißt, ein Objekt, in das man nicht hineinkommt. Also es hat dann auch einen Ereignishorizont, über den kommt der aber nicht rüber. Also es ist wie so eine Gummiwand, die wird dann mal zurückgestoßen werden. Das weiße Loch saugt nichts ein, es spuckt alles Mögliche aus. Also quasi ein Anti-Ereignishorizont. Und daraus kann man ja dann relativ naheliegende Theorie spinnen, dass jedes schwarze Loch mit einem weißen Loch verbunden ist. Und wenn ich in das schwarze Loch reinfliege, komme ich aus dem weißen Loch wieder raus. Und das wäre dann ein Wurmloch, oder nennt man auch Einstein-Rosenbrücke. Hat man halt noch nicht entdeckt, aber das soll nichts heißen. Es ist grundsätzlich physikalisch denkbar. Ob es das gibt, könnte sein. Ich hab mal ein Video darüber gemacht, weil es dann irgendein Forscherteam hat behauptet, es könnte ja sein, dass unser Universum sich in einem schwarzen Loch befindet. Und wenn man es schafft, aus unserem Universum rauszukommen, würde man in einem anderen Universum aus einem weißen Loch ausgespuckt werden. Aber das klingt schon eher ein bisschen esoterisch. Hans-Peter fragt, drehen sich die Arme der Spiralgalaxie mit oder stehen diese still? Wenn ja, synchron mit unserem Sonnensystem? Genau, die drehen sich komplett. Wobei man sich das ja so vorstellen kann, das sind ja keine festen Arme, sondern die Arme bestehen aus Sternen. Also die Milchstraße ist kein fester Körper, sondern besteht einfach aus Milliarden Sternen und zwischen den Sternen ist nichts. Und die bewegen sich aber alle synchron. Das heißt, diese Arme bewegen sich wirklich wie so ein Kreisel, weil diese ganzen Sterne synchron zueinander sich bewegen. Synchron deswegen, weil die Entfernungen sich auch nicht verändern. Also die Entfernung von uns zum galaktischen Zentrum bleibt identisch, die Entfernung von uns zu fremden Sternen bleibt identisch. Das heißt, obwohl sich alles bewegt, bleibt es alles komplett synchron. Wushu Master fragt, warum kennen wir Mars besser als unsere Ozeane? Naja, weil also ob wir Mars besser kennen, es stimmt, man hat den Mars komplett kartografiert und die Tiefsee nicht. Also zum Beispiel, es gibt keine vollständige Karte der Tiefsee, aber sehr wohl eine vom Mars und vom Mond. Weil die Oberfläche vom Mars natürlich sehr gut einsehbar ist. Ne? Also ich meine, man fliegt dann in der Sonne dran vorbei und dann hast du es ja keine Atmosphäre, die die Sicht erschweren würde. Allerdings wissen wir nichts über unterirdische Höhlensysteme auf dem Mars. Deswegen finde ich den Vergleich immer so, ich habe das auch schon oft gehört. Aber der passendere Vergleich wäre ja zu sagen, wir wissen genauso wenig über die Höhlensysteme des Mars wie über unsere Tiefsee. Wahrscheinlich wissen wir sogar mehr über die Tiefsee als vom Mars. Aber es ist trotzdem ein cooler Fakt auf jeden Fall. Im Prinzip ist ja auch Tiefseewissenschaft und Astrophysik sehr ähnlich. Ne? Oder auch die Arbeit von Tiefseetauchern, Astronauten, lässt sich total vergleichen. Die Helmholtz-Gesellschaft hat gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch ein cooles Projekt auf die Beine gestellt. Das habe ich leider vergessen, wie es heißt. ROBEX, genau. Könnt ihr mal googeln, ROBEX. Und da geht es darum, dass Tiefseeforscher und Weltraumforscher ihre Erfahrungen austauschen. Das sind durchaus echt verwandte Disziplinen. Okay, Böser Karball möchte wissen, woher weiß man, dass es flüssiges Wasser in Europa gibt? Auf Europa. Ich habe ja eben ganz am Anfang von den Voyager-Sonden erzählt, ne, die in den 70ern schon da waren. Die haben schon die ersten Fotos von diesen Eismonden gemacht und haben bewiesen, dass da oben Wasser rausgespritzt kommt. Man kann es kaum glauben, auch wenn die Fotos schon so alt sind. Und mittlerweile gibt es noch viel bessere. Die Sonden Juno bei Jupiter und Cassini bei Saturn haben fantastische Fotos von den Eismonden gemacht. Auf diesem Foto siehst du das flüssige Wasser rausspritzen. Kaum zu glauben, aber wir haben Fotos vom flüssigen Wasser im äußeren Sonnensystem. Und ich meine, wenn es aus der Oberfläche kommt, muss darunter halt ein Ozean mit flüssigem Wasser sein. Noch ganz viele. Kannst du noch? Ein bisschen kann ich noch, das ist gut. Also, könnte es sein, dass Aliens versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen, dies aber auf eine Art oder Methode machen, die wir nicht messen bzw. wahrnehmen können? Ja, gute Frage. Es gab ja jetzt gerade diese Meldung mit dem Aliensignal aus Proxima Centauri. Habe ich auch ein Video darüber gemacht. Was zu 99,9% kein Aliensignal war. Das haben auch die Forscher von dem Breakthrough Listen Project, die haben das entdeckt. Die haben gesagt, zu 99,9% ist es kein Aliensignal. Was aber heißt, zu 0,1% ist es eins. Und damit ist es die beste Chance auf ein Aliensignal, die wir jemals hatten, muss man auch sagen. Arten, die wir nicht kennen. Ich meine, klar, man darf nie nicht so, soll man sagen, menschlich denken, ne? Dass alle Aliens so agieren würden wie wir. Das heißt, grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass die anders kommunizieren würden. Andererseits sind natürlich auch an die Regeln der Physik gebunden. Ne? Also ich meine, wenn unser Verständnis von Mathematik und Physik korrekt ist, dann ist das allgemeingültig.
Ich meine, wie man Physik misst und untersucht, das mag sich unterscheiden, aber die Grundgesetze sind allgemeingültig. Also zum Beispiel der Abstand zwischen zwei Atomen in einem Wasserstoffmolekül, der ist bei den Aliens genauso groß wie hier. Sowas zum Beispiel. Ne? Das heißt, auch die Aliens sind an Kommunikationsregeln gebunden, wie von wegen, dass wenn man über Radiosignale kommuniziert, dann kommuniziert man über Radiosignale. Geht nicht anders. Deswegen, ob es da jetzt irgendwelche Wege gibt, die wir gar nicht wahrnehmen könnten, glaube ich nicht. Und wäre auch eine ziemlich doofe Kommunikation, wenn der Angefunkte die nicht wahrnehmen könnte. Andersrum glaube ich, dass unsere Radiowellen, die in den Weltraum gesendet werden, dass die Aliens die dann durchaus wahrnehmen könnten wahrscheinlich. Okay, mehrere Leute möchten gerne was zu Neutronensternen wissen. Vielleicht kannst du dazu ein paar Fakten erzählen. Neutronensterne sind so super komprimierte Endstadien von Sternen. Bisschen wie weiße Zwerge. Nur dass Neutronensterne meines Wissens nach auch in einer unfassbar hohen Geschwindigkeit um sich selbst rotieren und immer so Wellen in den Weltraum aussenden, die man dann eben hören kann. Auf der Oberfläche von Neutronensternen ist eben auch unfassbar heiß, wie auf einem weißen Zwerg. Aber die Dichte ist eben noch nicht so groß, dass es für ein schwarzes Loch reicht. Also beziehungsweise ist das einfach eines der Endstadien von Sternen. Muss ich aber auch mal ein eigenes Video drüber machen. Da muss ich mich auch mal tiefer reinlesen. Okay, was ist ein Ereignishorizont? Das hatten wir eben schon beim schwarzen Löchern. Das ist quasi einfach die Grenze, ab der die Schwerkraft des schwarzen Loches so massiv wird, dass das Licht nicht mehr entkommen kann. Das heißt, die Grenze, hinter der man mit Lichtgeschwindigkeit nicht mehr fliegen könnte und da Lichtgeschwindigkeit das schnellste ist, was es gibt, kommt dahinter nichts mehr raus. Also auch keine optischen Informationen, keine anderen Wellen. Und deswegen sieht man da eben auch nichts mehr. Da ist aber was, man sieht nur nichts mehr. Also der Ereignishorizont ist die Grenze, hinter der Licht im schwarzen Loch nicht mehr entkommen kann. Okay, abschließende Frage? Ja, machen wir noch eine abschließende Frage. Da sind nämlich ein paar Zuhörer total begeistert und beeindruckt und möchten wissen, woher dein geballtes Wissen kommt. War das aber lieb. ich war hier auf der Schule, hier ist eine Schule drüber, das Gymnasium Köln-Lippes. Und das Planetarium ist hier im Keller. Und damals in der 11. Klasse kam Herr Gundermann, der Chef vom Planetarium, hoch und hat gefragt, ob nicht jemand Lust hat, hier mitzuarbeiten. Und ich hatte damals null Peil vom Weltraum, also wirklich nichts. Und dachte einfach, komm, mach's mal, warum nicht? Und dann bin ich mit hier runtergekommen, hab ab da, das war vor 13 Jahren oder so, ne? Vor 13 Jahren war das, hab seitdem jeden Samstag, außer wenn wir mal im Urlaub waren, jeden Samstag hier unten verbracht. Habe am Anfang eben immer bei den Führungen zugehört, habe mich eingelesen, hier unten noch mit Büchern, ganz oldschool und so. Und habe mir dann immer mehr beigebracht. Mittlerweile natürlich für meinen YouTube-Kanal checke ich alle neuen Meldungen und so. Das heißt, mittlerweile habe ich da echt ein geballtes Wissen aufgebaut, aber alles Eigenregie gelernt. Studiert habe ich Jura, komischerweise. Da kam auch die Frage, warum du nicht Astrophysik studiert hast. Ja, mein Problem war immer, dass mich das zwar sehr interessiert, aber ich bin sehr, sehr schlecht in Mathe. Das heißt, es wäre ein Fiasko geworden. Deswegen dachte ich mir, okay, wo muss man nicht rechnen? Jura. Das ist die einzige gute Sache an Jura, man muss nicht rechnen. Das hat auch funktioniert. Also ich musste nie was ausrechnen. Wenn ich mal eine Frist ausrechnen musste, dann falsch. Ja, genau. Aber deswegen, daher kommt man Wissen. Aber wenn ich jetzt irgendein wissenschaftliches Paper schreiben müsste, wäre ich aufgeschmissen. Aber vielleicht ist es ja auch nicht schlecht, weil so kann ich das Ganze eben dann auch sehr gut populär wissenschaftlich rüberbringen, glaube ich. Cool. Ja, genau. Wenn ihr das dann mal live erleben wollt, also in Persona, dann hoffentlich, wenn wir wieder aufmachen können. Ich hoffe, dass das, ich weiß nicht, April, Mai vielleicht, können wir wieder aufmachen. Wenn dem so ist, haben wir dann wieder jeden Samstag geöffnet. Immer um 17.30 Uhr könnt ihr uns hier antreffen und unseren Führungen lauschen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. 40.000 Abos sind das Ziel. Fehlen nicht mehr so viele. Und schaut doch mal in unserem Shop vorbei. Das würde uns auch sehr freuen. Kauft den Weltraumkaffee und den galaktischen Kalender. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ich glaube, nächste Woche ist das Thema Aliens. Kann das sein? Immer irgendwas Cooles. Das wird richtig super. Genau, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für die Superchat-Spenden, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, Leute.